Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Folge 8 heute. Wir haben uns jetzt gerade durch so eine alte Zweiter Weltkriegs Buchanlage geballert. Zumindest teilweise haben wir jetzt ein neues Gewehr gekriegt hier. Dieses schöne, schicke, alte Ding, etwas mit Klebeband zusammengeklebt, aber Hauptsache es schießt. Gegen die Feinde da unten, die da alle rumliegen, hat schon mal sehr gut geholfen. Wir sind immer noch nicht ganz beim Funkturm, aber ich hoffe mal, das schaffen wir jetzt in der Folge heute. Wir schauen jetzt einfach mal hier weiter rum. Hier haben wir, glaube ich, noch einen mit dem Bogen abgeknallt. Toll, den können wir nicht ausnehmen, oder was? Nein, den hast du zu lange nicht angerührt. Der gibt jetzt nichts mehr. Dann gehen wir mal wieder runter. Zack. Und dann schauen wir mal weiter. Da diese Scheinwerfer, die haben es mir echt übelst gegeben am Anfang. 84 Schuss. Das ist schon mal nice. Ah, hier war auch so ein Fass. Da hätte ich wahrscheinlich auch drauf schießen können, um ihn ein bisschen schneller zu killen. Das muss ich mal merken. So ein bisschen. Vater Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Father Matthias will set us free. Fear the demons, the storm is watching. Oh Gott, das ist 100% irgendeine beschissene Sekte, was weiß ich. Alle ein bisschen durchgeknallt hier, so wie es ausschaut. Schauen wir mal weiter. What the? Stirb! Kopfschuss. Tschüss. Ja, Bogen brauche ich hier echt nicht. Können wir mal gucken, ob ich mit der Pistole noch ein bisschen was reiße hier. Ich hätte gern wieder die Lara-typischen zwei Pistolen, das wäre so nice. Mach die Tür auf! Zack! Weil ich fand das immer am geilsten mit diesen zwei, so mit Mündungsfeuerdämpfer, riesengroße Knarren. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Na, das kannst du doch so gut. Klettern ist doch kein Problem. Der Griff hier war ja geil, ey. So, überhaupt nicht befestigt oder so. Okay, ah, hier ist wieder ein Buch. Zack, zack. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Also entweder ist er bekloppt oder irgendwas ist hier mit dem Meer. Vielleicht war das so eine Versuchsinsel der Amerikaner oder so, die hier irgendwelche neuen Tsunami-Waffen, sonst was Systeme ausprobiert haben im Zweiten Weltkrieg. Sacrifice! Ja, super. Heißes Rohr. Nicht gut. Oh Gott. Da ist ein Griff. Dann geh mal. Ich muss ja sagen, die alte Lara war ja schon so übertrieben, so mit riesen Brüsten und dann tausend verschiedene Kostüme, aber ich muss sagen, so das neue Design von der jüngeren Lara gefällt mir jetzt optisch auch ganz gut. Vor allem, weil sie es dann doch recht, teilweise recht, einsichtig, inszenieren von der Kamera her. Mach mal auf die Tür. Stopp! Hat's aufgehört zu regnen? Aha! Puh.
Basis aus im Bereich, also neuer Level, so wie es ausschaut. Das ist doch nicht normal. Was? Hier die Brücke und so? Ja, schaut schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Zack. Nix mehr hier, da ist schon wieder Lagerfeuer, das bringt uns jetzt gar nichts gerade. Wir haben ja nichts mehr, außer sie will was Neues erzählen. Nee. Okay, weiter geht's. Hey, ein Auto! Oder so ein alter Weltkriegslaster. Oh Gott. Das ist perfekt für jemanden wie mich mit Höhenangst. Wobei, so bei PC-Spielen ist mir das wurscht. Nur wenn ich selber sowas laufen müsste, ich glaube, ich würde durchdrehen. Alter, verreck! Und tschüss. Au. Tja, Junge. Verdammt, wie viele sind es? 1, 2, 3. Oh, da. Au. Alter. Schnellschuss. Und du da oben auch. Fuck off. Der ist jetzt runtergekommen, komm her. Alter! Ey, unglaublich, wie ungenau dieses System von dem Bogen ist. Ja, schön, du hast einen Molotow-Cocktail geschmissen, ist mir ziemlich scheißegal. Verreck jetzt! Ah, das war ein Kopfschuss. Okay. Die mit ihrem Molotow-Cocktail, das geht mir echt übelst auf Piss. Aber okay, ich bin auch einfach noch zu schlecht zum Ausweichen. Ah, da war wieder so eine Blume. Gib her. Okay. Da, da ist noch einer. Komm her. Oh, drüber geschossen. Alter. Ich bin so schlecht. Kommst du her? Nein, ich bin lieber da hinten in Deckung, Mama. Zack, weg. Alter, gehen die mir auf die Nüsse. Geh mal, hör mal auf in Deckung zu gehen. Ich bin so schlecht mit dem... Alter, reicht's. Komm her, du Fickgesicht. So, reicht's. Mein Gott, ey. Ist das eine Scheiße. Erstens schieße ich voll schlecht, zweitens weichen die Typen immer genau im letzten Moment so in den Kopf runter. Spasten. Meine Fresse. Oh, das Gewehr hat volle Munition. Dann nehmen wir mal das Gewehr. Gewehr da. Bumm. Haha. Auf Wiedersehen, Jungs. Ja, ich habe euch in Stücke geballert, Jungs. Habt ihr voll verschissen. Alter, sind das viele Gegner, ey. Das ist jetzt doch sehr Tomb Raider untypisch. Nachladen. Da war doch noch ein Typ da oben. Siehst du? Wusste ich doch. Kopfschuss! Pam! Auf Wiedersehen! So, kann ich jetzt irgendwie noch hoch da von den Typen auch was snacken oder sind die jetzt einfach verreckt? Wahrscheinlich schon, warte hier. Hup. Nee. Oh, bisschen mit Anlauf. Hup. Nee. Vielleicht da? Hup. Ja, da geht's. Her damit, Jungs. Ich will alles haben. Alles haben von euch. Alles haben. Na, da komme ich nicht lang. Schade. Da kann ich auch nicht lang. Dann sollen sie die Mauern aber auch höher machen. Ich finde das immer kacke, wenn man da eigentlich drüber springen könnte, aber es ist dann so eine Levelbegrenzung, die überhaupt keinen Sinn macht. Ohne Scheiß. Na gut, schauen wir mal weiter. Hep. Oh Gott, noch mehr. Tschüss. Ey, das ist hier echt wie so Schießbuden schießen, ohne Scheiß. Sie schießt gut. Bam, weg mit dir. Da ist noch einer. Oder noch... Und bam, in die Fresse. Ups, hab vergessen nachzuladen.
Ah ja, ich werf Molotow. Luge niemals aus der Deckung raus, sonst kriegst du einen in den Kopf geballert. Alter. Gehst mir auf die Nüsse, Junge. Komm her. Komm her jetzt. Ja, fackel dich selber ab, genau. Hallo. Da ist er. Ich gucke immer noch mal kurz über die Deckung drüber, Mama. Jetzt komm her, Mann. Du gehst mir auf die Eier. Ist jetzt endlich hinüber oder was? Wahrscheinlich nicht. Oh. Ah, da sind wir noch. So, brennen. Ich gehe jetzt einfach runter, ist mir jetzt zu blöd. Meine Fresse. Gib. Munition. Wo ist denn der Typ runtergefallen, den ich da abgeknallt habe? Oh, hi. Ja, ich auch für dich. Guck mal. Guck mal. Ist was ganz Schönes für dich. Nur für dich. Hallo. Zack. Lutscher. Och nee, nicht noch mehr Gegner. Wow, ein gepanzerter. Alter. Drücke Umschalt im Gegner aus, um diese verwundbare Angriff zu machen. Okay. Ha! Alt, ich drück doch Umschalt! Das funktioniert ja voll geil, ey. Ja, genau das wollte ich eigentlich. Rollen sollst du. So eine Scheiße. Warum rollt die denn nicht? Jetzt rollt sie. Okay. Ich glaube, ich muss aus dem Zoom-Modus raus. Das ist doch scheiße, Alter. Ja, ich räume in die Deckung rein. Ja, das funktioniert echt geil. Muss man schon sagen. Ah ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. So, jetzt ist er gleich hinüber, hoffe ich. Ja. Ja, Nahkampfangriff geht auch nicht, oder was? Alter, das ist doch scheiße. Verreck jetzt, Bastard. Eins von zwei Bogenteilen gefunden. Ja, ich werfe jetzt noch mit Molotow. Verreck. So, habt ihr jetzt endlich mal... Lass mich doch alle in Ruhe, ey. Boah. Das hat mich jetzt gerade etwas genervt, weil das Ausweichsystem ist ja mal der Hammer. Ohne Scheiß. Ich rutsche ja mal über den Boden. Bist du überhaupt nicht hinter den gekommen? So, den habe ich ausgenommen. Dann konnte man hier nicht hoch, oder? Ne, da ist Stacheldraht. Dann gehen wir da mal rein. Wie viel Munition habe ich denn jetzt noch? Na, genug. 65 Schuss sollten noch reichen. Spasten, echt. Da, das ist wieder ein Spind. Da ist sicherlich wieder schön viel Zeug drin. 65, wie immer. Dann können wir gleich mal die Waffe wieder ausbauen. Gibt's hier irgendwas? Ein Fass. Na gut, Fass bringt mir jetzt nichts. Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann mal weiter nach oben. Putz, putz, putz. Wo ist hier noch einer? Komm schon. Kommt raus aus euren Löchern, ich will euch eine Salve in den Arsch ballern. Tür, Tür auf. Aber da vorne war noch was. Guck mal erst nochmal. Ach, und da ist ein Sack, den könnt man gerade anzünden. Runter. Voll, voll. Da müssen wir nur hoch dazu. Einmal außen rum. Da, genau. Kopf zünd an. Zack. Jetzt fällt mir gleich die Kiste auf den Kopf. Nee, gut.
Wieder 30. Das ist natürlich geil. So. Weil man will ja die Waffen ausbauen. Haben wir hier noch... Oh, hier... Nee, kein Buch. Schade. Schade, Marmelade. Ich dachte, da wäre ein Buch wieder, das uns ein bisschen was über die Geschichte der Insel erzählt. Ja, aber es ist jetzt schon... Also ich finde es schon hart actionlastig. Es erinnert mich so ein bisschen an Dead Space 3. 50.000 Gegner, alle schießen auf einen und... das ist... das bin ich nicht so ganz gewohnt von Lara, muss ich ehrlich sagen. Lagerfeuer später? Später oder ist schon wieder Lagerfeuerzeit? Nee. Wenn ich jetzt da runterrutsche, komme ich wieder... Ah, ist egal. Das ist Munition. Munition ist wichtig. Gewehr. Zack. Zack. Kiste. Ah, und hier ist doch was. Siehste? Bergbasis, komplette Karte. Belohnungsorte ansehen. Nice! Da haben wir dann da was, da was, da was und da was. Okay, also da unten. Schauen wir doch erstmal nach unten. Oder war das da? Ja, da, hier. Komme ich denn da rüber? Hep. Oh! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hier unten soll angeblich was drin sein. Irgendwo hier. Oder? Bin ich hier? Ah, ja, in dem Haus halt drin. Komme ich irgendwie in dieses Haus rein? Oder hoch, aus Haus. Komm. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich. Ja, hier sind wir schon einigermaßen richtig. Aber ich glaube, das ist unten drin. Wie komme ich da hin? Ah, ne, hier. Ha. Das wollte ich. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Dreh mal um. Okay, aber cool, eine Erkennungsmarke von dem japanischen Soldaten. Das ist doch schon mal geil. So, dann da in dem anderen Gebäude da quer rüber soll noch was sein. Dann gehen wir doch nochmal hin. War das, ja, das ist in dem da oben, aber da komme ich doch nicht hin. Wo komme ich denn da hoch? Weil hier ist ja nichts, ne? Nee. Hopp, hepp, hoch mit dir. Ja, weil hier war ja nichts mehr weiter, ne? Doch, hier, Buch. Siehst du, das hätte ich schon wieder übersehen. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Alles klar. Ja, ich suche nur ab und zu mal doch ein paar Schätze, weil wenn es um Geschichten oder so geht, ist es, glaube ich, ganz praktisch zu wissen. Da unten soll noch was sein. Da kommen wir aber noch nicht hin, wa? Ach, da unten. Hä? Okay. Weil es doch ganz wichtig ist, glaube ich, für die Geschichte, wenn man zumindest ein paar von den Büchern dann doch liest. Ich meine, das dauert jetzt auch nicht allzu lang. Ich latsche hier halt jetzt mal kurz schnell 5 Minuten lang und suche alles ab. Gerade so Orte, wo ich dran vorbeigelaufen bin, wie hier, da liegt genau, da unten liegt nämlich noch was. Der Geocache nämlich. Haha. Und solange ich das nicht mache und irgendwie zurückreisen muss oder so, weil das ja auch Schwachsinn finde ich, aber wenn ich gerade die Möglichkeit habe, mache ich das dann doch. Dann dauert die Folge halt ein bisschen länger. Und die Story geht danach direkt weiter. Upsala, Entschuldigung. Okay, dann sind noch im großen Gebäude, sind noch 2. Ich hoffe auch Geschichten und nicht irgend so ein lahmer Scheißdreck. So, ich habe eine Maske gefunden, die man nicht weiter angucken kann. So, schauen wir mal hier. Also, dann sagt mir das Ding einmal rechts. Hier. Ah, da war doch nichts. Oder? Vielleicht oben. Okay. Und das andere soll sein, direkt da runter. Beim Lagerfeuer wahrscheinlich, wa? Hier ist nämlich nichts, ne? Nee. Hier, dann gehen wir mal hoch. Ja. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich so von diesem neuen Action-Zeug halten soll. Also ich hätte echt lieber ein paar mehr Sprungeinlagen und so ein Kram. Das liegt mir irgendwie mehr. Weil das irgendwie auch Tomb Raider so ausgemacht hat, so da so Kisten auf Schalter schieben und so ein Zeug halt.
Ah, wieder eine Kiste. 500 EP gekriegt. Wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Nice. Hm, eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Wenn ich jetzt Japanisch könnte, dann würde ich es wissen. Aber ich habe einen Fähigkeitspunkt gekriegt. Den können wir jetzt dann gleich mal im Lagerfeuer investieren. Und ich glaube, da müsste nämlich der letzte Schatz irgendwo da oben sein. Ma? Let's have a try. Schauen wir mal. Ja, da hinten wahrscheinlich. Ja, da liegt doch ein Buch. Siehst du? Buch angucken. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Die haben wir doch vorhin schon mal in dieser Grabstätte gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann geben wir noch kurz wieder mal den Fähigkeitenpunkt hier. Diese Überlebensschwachsinn brauchen wir nicht. Nee, Jäger. Jäger ist wichtig, ja. Ja, Bogen hat man ja gemerkt, bringt dann nicht so wirklich viel gegen die Typen. Schauen wir mal, nehmen wir doch lieber Dreck ins Gesicht werfen. Wird Zeit, dass wir mal was Neues freischalten hier. Dann nehmen wir dann doch mal Tierkadaver. Ah, Lebensmittel, das sind noch die Kisten, oder? Diese orangenen, dann noch das da. Ja, meistern wir das. Zack, her damit. Danke. Und dann gucken wir noch, ob die Waffen uns was... Ja, 500 Punkte sollten ja für ein neues Upgrade reichen. Ich denke mal, das Gewehr werde ich am häufigsten benutzen in nächster Zeit. Gerade wo es so viel Munition dafür gibt. Mehr Munition war jetzt irgendwie nicht so das Problem. Rückstoßverhinderung, ja, das nehmen wir doch auf jeden Fall mal. Zack. Rücklaufbremse und nicht genug Material. Naja, ich habe noch 177. Okay, gut, dann war es das schon wieder. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute.